Was ich sagen wollte, ist das spannend, wenn ich hier gleich am Anfang des Let's Plays schon in dieser Höhle rumirre? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Naja. Ich mach einfach mal. Ich daddel einfach mal vor mich hin. Da wird schon irgendwie was draus. Was ist das hier für ein riesiger Höhlenkomplex? Da oben leuchtet's. Da war ich also schon mal. Ich habe mich jetzt immer noch nicht entschieden, was ich als nächstes bauen will. Fällt mir gerade so auf. Es ist aber auch echt eine schwierige Entscheidung. Ich meine, naheliegen würde ja wirklich erstmal so eine schöne, so eine Base ausbauen halt, ne, wo man richtig schön, wo man Stauraum hat und wo man ein Bett hat und wo man halt auch immerhin zurückkehrt, um Sachen zu lagern. Dass man halt erstmal so einen zentralen Punkt auf der Map einfach hat, wo man einfach wohnt, sage ich jetzt mal. Das wäre schon irgendwie gar nicht so ein schlechter Ansatz, glaube ich. Nur, was soll das, eine Untergrundbase werden oder ein Haus oder so? Draußen, also ich finde ja draußen eigentlich immer schöner. Meine Fresse, ist das viel Kohle. Weil draußen ist einfach, ich weiß nicht, da kann man viel mehr sehen, was man bauen kann und Tiere und so und das ist irgendwie schöner, als hier rumzuhängen. Eindeutig. Ich denke mal, deswegen werde ich wahrscheinlich draußen was bauen. Aber bevor ich damit anfange, werde ich erstmal einen Aufnahmestopp machen, weil ich gerade nicht nur in-game, sondern im Real Life ziemlich Hunger bekomme. Und dann gleich erstmal was essen will und die Folgen hochlade und so. Und muss erstmal gucken, wie viele das jetzt überhaupt geworden sind. Ich habe gar keinen Überblick, wie viele ich jetzt gerade aufgenommen habe schon. Waren das nicht gerade Schritte? Wie gesagt, ich bin paranoid. Ich meine, das Hochladen dauert ja auch pro Video irgendwie 3 Stunden oder so. Das ist ja nicht wenig Zeit, die da drauf geht. Ich werde das auf jeden Fall auch dann über Nacht machen. Ist ja, liegt da irgendwie nahe. Ich meine, wenn ich das jetzt tagsüber mache, da kann man ja gar nichts mehr machen. Da ist ja alles, der ganze Traffic zu. Ich meine, wir haben ja halt nur eine sehr kleine Leitung. Wir haben halt nur eine 6000er Leitung. Und das ist, nee, also da kann man jetzt nicht dermaßen, da den Traffic voll machen mit Uploads. So, jetzt bin ich gerade ein bisschen ins Stocken gekommen beim Reden, weil ich gerade merke, dass ich mich doch irgendwie verirrt habe. Geht's hier lang? Nee, nee. Oh nein. Jetzt sag nicht, dass ich mich verirrt habe. Da ist schon wieder so ein scheiß Creeper. Muss ich da etwa lang? Ich weiß. Stirb. Hässliches Teil. Muss ich hier hoch? Ich glaube schon. Ja, ich glaube, ich habe es gefunden. Hier war das. Nein, hier war es nicht. Verdammt. Da war das Schaf. Ah, nein. Ich will zu meiner Base zurück. Ja, ich werde gerade doch ein bisschen stiller, merke ich. Aber das liegt am Hunger. Also das ist ganz bitter für mich, wenn ich Hunger habe. Es geht gar nicht. Und nein, ich bin nicht fett. Ich bin einfach nur, ich hasse es einfach nur, Hunger zu haben. Hunger haben geht einfach mal nicht. Es ist ein furchtbar schreckliches Gefühl. Kann ich nicht haben. So. Alles klar, dann haben wir jetzt hier wieder Eisen.
Erz gesammelt. Und jetzt ist es denn jetzt draußen hell wieder? Ja. Yep. Gut, dann werde ich jetzt mal überlegen, gehe ich wieder zu meiner Erdhütte zurück oder bleibe ich hier einfach? Ich könnte auch einfach hier bleiben. Ich meine, bei der Erdhütte habe ich ja nichts. Habe ich nur das eine Bett, aber Schafe gibt es hier ja wie Sand am Meer. Ich glaube, ich bleibe einfach hier. Ich baue hier auf diesem Hügel mit den ganzen Zombies drunter, baue ich einfach mein Haus. Das mache ich. Rohstoffe habe ich ja jetzt auch schon mal, zumindest um Werkzeug herzustellen. Genau. Und dann baue ich hier genau am Übergang zu diesem Nadelwald baue ich dann jetzt mein Haus. Da hinten sehe ich auch noch meine alte Base. Alles klar. Aber bevor ich damit anfange, werde ich auf jeden Fall erstmal die Aufnahme stoppen, um zu gucken, wie lang die überhaupt geworden ist und so. Ich bin ja auch noch nicht so routiniert, was die Aufnahme angeht. Ich weiß auch überhaupt nicht, wann meine Festplatte voll wird. Ich gucke einfach mal. Bis dahin gehe ich erstmal wieder in meine Höhle. Ich sollte vielleicht diesen Eingang hier mal zumachen. Ach naja, ich habe da ja jetzt alles ausgeleuchtet. So, alles klar, dann war's das jetzt erstmal. Das war meine erste Aufnahme. Und wir sehen uns dann gleich im nächsten Video oder vielleicht auch in diesem Video wieder. Tschüss. Hallo, liebe Freunde, da bin ich wieder. Ich dachte mir mal so, dass ich am Vorsilvesterabend doch noch ein Stündchen aufnehmen könnte. Und ja, da fangen wir doch gleich mal an. Wir waren ja hier gerade dabei gewesen, hier unsere kleine Untergrundbase auszubauen. Hatten hier unten noch eine weitere Höhle gefunden. Und ja, und jetzt hatte ich ja gesagt, ich möchte gerne oben, wenn wir jetzt hier rausgehen. Mal gucken, dass hier jetzt kein Creeper auf mich lauert. Ups, ja genau, das ist es nämlich. Da habe ich nämlich schon darauf gewartet, dass der hier lauert, der Sack. Nee, ich meinte auch eigentlich gar nicht diese Tür, sondern diese Tür. Ich wollte nach draußen und euch nochmal kurz zeigen. Ich hatte ja gesagt, ich möchte hier oben auf dem Berg quasi mich niederlassen mit einem kleinen Häuschen, das wir hier bauen könnten. Und ich hatte mir überlegt, das könnte man doch eventuell aus Sandstein bauen. Sandstein wird immer so selten verwendet und eigentlich finde ich das eigentlich gar nicht so hässlich. Und da könnte man doch mal was anderes machen und das Häuschen aus Sandstein bauen. Gut, alles klar. Ich mache mal eben die Musik noch ein bisschen leiser. Ich glaube, die ist zu laut. Wir wollen ja hier keinen zu Tode quälen. So. Alles klar. Gut, also was wir jetzt als erstes bräuchten, wäre Sand natürlich. Kohle haben wir ja ordentlich was gesammelt in der letzten Aufnahme. Unter Einsatz unseres Lebens sind wir da in den Tiefen der Höhle verschwunden und haben gegen Monster gekämpft. Und sind sogar einmal dabei verreckt. Oh, hier sind noch ein paar Schafe. Ich könnte mir mal eine... Das mache ich jetzt erstmal. Ich baue mir jetzt erstmal eine Schere. Dann könnte man hier nämlich die Schafe mal scheren. Da hat man dann ja auch gleich viel mehr Ausbeute. Als wenn man die umkloppt einfach. So, Wolle haben wir ja auch noch ein bisschen was. So, dann müsste ich eigentlich mal... Genau. Ja, die Musik kommt mir trotzdem noch sehr laut vor eigentlich. Ich hoffe, das ist okay so. So ging das, ne? Genau. Hm, gut. Dann wollen wir doch mal... Erstmal hier diese Schafe scheren, nackig machen und dann gehen wir an den Strand und versuchen da mal möglichst kosmetisch
Ups, jetzt habe ich die falsche Taste falsche Maustaste gedrückt. Ich wollte eigentlich nicht hauen, sondern nur scheren. So. Da können wir dann nämlich vielleicht auch noch irgendwie was mitmachen, irgendwie so rein dekorationstechnisch uns noch irgendwas ausdenken mit der Wolle, was weiß ich, irgendwie einen Teppich machen oder sowas. So, hier haben wir doch schon mal ordentlich Sand, dann können wir da mal was abknibbeln. Und den Sand hauen wir dann in den Ofen und können dann einfach uns ein bisschen Sandstein zurecht backen. Ein bisschen Lehm haben wir ja auch schon gefunden. Da könnte man dann so eine Art Fundament draus machen oder so. Mal gucken. Und dann wollen wir hoffen, dass wir da ein bisschen was Schönes hingezaubert bekommen. Ich weiß eigentlich gar nicht, wann kommt eigentlich das neue Update mit den, dass die Schafe, oh, da sind ja noch mehr Schafe, die muss ich jetzt erstmal nackig machen. Moment. Dober Baum. Dieses neue Update, wo die Schafe Wolle nachproduzieren. Ich meine, das fand ich sowieso immer schon doof. Ich meine, man konnte die zwar scheren, dann irgendwann bei irgendeinem Update, aber ich dachte dann eigentlich, dass es das dann direkt auch die quasi die Wolle nachwächst nach ein paar Tagen. Hab das dann versucht, ne? Hab dann so gewartet immer, aber irgendwie ist nie was nachgewachsen. Bis ich dann erfahren habe, dass das gar nicht nachwächst. Fand ich irgendwie doof. Ich meine, an Wolle kam man ja sowieso immer nur total schwer ran. Oh mein Gott, aber allerdings diese Map hier, das ist ja der Schafwahnsinn schlechthin. So ein Schafseed irgendwie wahrscheinlich gewesen.